Die ehemalige römische Palastaula Kaiser Konstantins in Trier wurde im Jahr 310 erbaut. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Ließ sie 1856 als Kirche restaurieren. So wurde die Palastaula zur evangelischen Kirche zum Erlöser. Im selben Jahr wurde auch die erste Hauptorgel eingeweiht, erbaut von der Wuppertaler Firma Ibach. 1913 fügte die Stuttgarter Orgelbaufirma Weikle der Ibach-Orgel noch 10 weitere Register, also Klangfarben, hinzu. Der schweren Bombardierung Triers im August 1944 fiel nicht nur das Dach der Basilika, sondern auch die romantische Ibach-Weikle-Orgel zum Opfer. Genau 100 Jahre nach ihrem Umbau zur Kirche wurde die Basilika im Jahr 1956 wiedererrichtet in Gestalt eines schlichten, quasi römischen Rohbaus. Wenige Jahre später, 1962, erhielt sie auch wieder eine Orgel, die ins vordere Fenster der Ostwand eingebaut wurde. Dieses mittelgroße Instrument der Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke erfüllt die Aufgabe einer Chororgel und ist gut geeignet für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Letztlich hatte jedoch die im Krieg verloren gegangene Hauptorgel eine Lücke hinterlassen, die erst 52 Jahre später geschlossen werden konnte. Die neue Hauptorgel der evangelischen Kirche zum Erlöser wurde erbaut von der Bautzener Orgelbaufirma Hermann Eule und wurde am 1. Advent 2014 eingeweiht. Ja, man kann sagen, dass unsere Eule-Orgel stilistisch da beginnt, wo die Schuke-Orgel aufhört. Die grundsätzliche Idee war es, ein Instrument zu schaffen, das die Hauptorgellandschaften der romantischen Orgelliteratur, also Deutschland, Frankreich und England, in sich vereint. Die Eule-Orgel ist, genau wie die damalige Ibach-Weikle-Orgel, an der Südwand der Basilika angebracht. Bauherr ist das Land Rheinland-Pfalz. Die Orgel beginnt in 10 Metern Höhe und ist selbst 10 Meter hoch. Somit bildet sie ein zentrales architektonisches Gliederungselement an der rund 30 Meter hohen Südwand. Man spielt die Orgel entweder vom Hauptspieltisch im unteren Mittelturm oder von einem identischen mobilen Spieltisch im Kirchenschiff. Für die äußere Gestaltung des Orgelgehäuses zeichnet das Stuttgarter Architekturbüro Auer und Weber verantwortlich. Die Aufgabe bestand darin, ein Instrument dieser Größe so zu gestalten, dass es sich in den historischen Raum zurückhaltend integriert. Das Gesamtgewicht der Orgel und ihrer in der Wand verankerten Stahlkonstruktion beträgt rund 50 Tonnen. Der Vorteil eines solchen mobilen Spieltisches ist, dass man als Spieler optimal die klangliche Balance seiner Registrierung einschätzen kann, denn man hört die Orgel ja aus dem Raum heraus, wie alle anderen auch. Außerdem kann ich im Gottesdienst unkompliziert wechseln zwischen Orgelspiel und Chordirigat und man kann natürlich mit allen denkbaren Instrumental- und Vokalbesetzungen zusammen musizieren. Oben am Hauptspieltisch ist allerdings die Aussicht schöner. Die Eule-Orgel umfasst 87 Register. Das sind insgesamt 6006 Pfeifen. Diese Klangfarben wiederum sind in 6 Werke aufgeteilt und lassen sich mittels dieser Registerwippen an- und abschalten. Das erste Werk heißt Hauptwerk und wird vom ersten Manual aus angespielt. Mit den Füßen spielt man das Pedalwerk. Das Hauptwerk befindet sich im mittleren Turm, die Pfeifen des Pedalwerks in den beiden Außentürmen. 3 der 6 Werke sind von einem sogenannten Schwellkasten umgeben. Dieser hat an seiner Vorderseite jalousieartige Türen. Die Schwelltüren lassen sich mit dem jeweiligen Balanciertritt öffnen und schließen.
Auf diese Weise kann eine einmal gewählte Registrierung in ihrer Klangstärke bruchlos an- und abschwellen. Komponisten des symphonischen Orgelstils, wie zum Beispiel in Frankreich Vidor und Vian, haben diese Möglichkeit dynamischer Gestaltung sehr gezielt in ihren Orgelwerken eingesetzt. Im Schwellwerk finden sich Register der deutschromantischen Orgelmusik und vom dritten Manual aus spielt man das französische Schwellwerk an, das sogenannte Récit expressif. Zwei Werke sind dem vierten Manual zugeordnet. Das Orchestral mit zahlreichen Streicherstimmen aus dem angloamerikanischen Bereich und das Solowerk mit drei Hochdruckstimmen, unter anderem der sogenannten Konstantinflöte. Je länger man sich mit den klanglichen Möglichkeiten einer solchen Orgel beschäftigt, umso mehr entdeckt man natürlich. Und man merkt, dass die klanglichen Möglichkeiten und die Mischungen im Prinzip unerschöpflich sind.